Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es ist glaube ich jetzt das dritte Minecraft-Video in Folge, Freunde. Das gibt's eigentlich nicht so oft auf meinem Kanal, dass dreimal hintereinander dasselbe kommt. Auch in meinen Streams eigentlich nicht, aber ich bin in der Sucht verfallen. In den letzten drei Streams habe ich Minecraft irgendwie 21 Stunden gespielt. Also Spielzeit in Minecraft. Das ist jetzt für absolute Geeks nicht so viel. Aber für mich ist das schon viel, weil ich ja eigentlich immer so 3-4 Spiele in einem Stream spiele. Diese ganzen Streams gehen alle 8-9 Stunden. Und es ist verrückt, Freunde. Momentan kommen keine anderen Videos. Das ist das dritte Minecraft-Video. Und danach wird es wahrscheinlich noch ein Minecraft-Video geben. Und dann Delay Sports. Weil es mir so viel Spaß macht und ich hätte es nicht gedacht, dass mir ein Spiel so viel Spaß macht, habe ich selten eigentlich. Wahrscheinlich auch gerade eine Phase, ne? Irgendwann wird es auch wieder runtergehen, aber es ist geisteskrank, so dieses neue Entdecken alles und mit den Leuten im Discord chillen. Ist schon sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr fühlt das. Wir sind immer noch sehr kacke, aber das ist auch das Coole irgendwie, dass man so scheiße ist und nicht bestraft wird vom Spiel. Das ist nämlich sonst bei Games so. Wenn du scheiße bist in Warzone oder in FIFA oder in Fortnite oder in Fall Guys oder sonst wo, dann ist es mittlerweile so, dass du auch oft sehr doll rasiert wirst. Aber in Minecraft kannst du scheiße sein und es ist nicht so schlimm. Das ist ganz geil, finde ich persönlich. Du kannst nicht gestreamsnipt werden, was ultra geil ist. Das genieße ich auch sehr. Ich könnte niemals einfach einen Streamer machen und 4 Stunden Fortnite streamen. Das würde nicht funktionieren. Die Leute würden es für mich unmöglich machen, weil die mich immer streamsnipen würden. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Es wird auch weiterhin so gut kommen. Und Freunde, ich wollte mich nochmal hier bedanken für den Support. Komplett geistesgestört. Wir sitzen da teilweise um 2 Uhr morgens und haben 40.000 Zuschauer unter der Woche. Es war Freitag, heute waren 60.000 Zuschauer da. Und irgendwie um 3 Uhr immer noch irgendwie 45 oder so. Also es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Natürlich geil, ich freue mich sehr. Oder ich glaube, es war übertrieben. Ich glaube, um 2 Uhr waren noch 45.000 oder 45 oder so. Aber es war wirklich krank. Wollte ich nur mal kurz sagen, dass ihr euch nicht wundert, dass viel Minecraft kommt, auch in Videoformaten. Wird auch weiterhin so bleiben erstmal. Ich hoffe, ihr findet es lustig. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal-Chat. Viele abonnieren diesen Kanal nicht, obwohl sie Videos gucken. Es reicht langsam. Wir steuern die 1,2 Millionen an. Gerne mal ein Follow da lassen. Kostet euch nichts. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo. Ja, jetzt bist du da. Hört mich, Monte. Ja. Gib mir meine verkackten Sachen zurück oder ich werde dein Haus in die Luft sprengen. Mein Chat sagt, du hast mich beklaut, du hast gelootet, ihr alle drei. Ich? Nee. Warum ich nicht? Dein Haus war schon nicht mehr da, wo ich da war. Digga, es kann nicht sein, dass ich, wenn ich hier ankomme, meine ganzen Sachen weg sind. Ja, hier sind noch meine Sachen, Chat. Meine Sachen sind noch hier. Oder nicht? Das meiste, aber ihr habt irgendwas von mir geklaut. Aber hier erstmal reinkommt, direkt eine Ansage machen, oder was? Wer hat was geklaut? Ich sag dir, ich geb dir jetzt mal einen Call. Ich bin hier reingekommen, Eli. Das war das Letzte von deinem Turm. Genau so sah es hier aus. Alles so, wie ich kam. Ich habe nicht ein Ding von deinem Ding genommen. Das ist von meinem Haus übrig geblieben. Man wird hier. Haus? Ja, das Haus, was Rohrt, der fette Bastard, abgebrannt hat. Und Sydney hat den Rest weggemacht. Erstmal, wo ist Sydneys Haus? Hier ist so viel passiert seit gestern. Hat keins. Wieso hat er denn kein Haus? Gib mir hier jemanden Durchgang oder nicht? Ja, ich geb dir. Ich bin auch hier, Mr. Kloputzer. Du bist Mr. Kloputzer. Das ist hier dein Haus, oder was? Ja. Das ist dein Haus? Als ob du das selber gebaut hast, Digga. Das hat er selber gebaut. Hat er wirklich, ja? Hat er wirklich? Was? Digga, willst du mir jetzt sagen, dass du gerade wirklich beeindruckt bist? Ja, weißt du, wie mein Haus aussah? Hä, wie hast du das hinbekommen? Naja, einfach gebaut. Also, guck dir den Seeblick an, Diggi. Niemand hat dir geholfen. Nein. Der baut da die ganze Zeit für sich rum. Digga, das ist doch voll die Schmutzhütte, Alter. Ja, abgehoben. Sag mal, die anderen Hütten. Hast du das Schild gesehen, was Rohr gestern hier hingemacht hat? Hab ihn ein kleines Schild da gelassen. Guck, was da drauf steht. Ja, und hier bitte nicht weiter erstmal. Hier nicht weiter? Warum? Ja, weil das noch nichts für Gäste ist. Lass mich mal kurz nur luschern, Bro. Hey! Nur mal kurz luschern. Guck mal, Kloputz an, das meine ich, Eli. Ich muss, Monte, ich muss zur Waffe greifen. Ich habe die letzten Stunden... Guck mal. Soll ich es Eli Jello zeigen, Chat? Was? Ich baue mir... Nein, okay, tut mir leid. Nein, zeig doch mal, Bro. Hey, Eli! Ich dachte, wir sind Bros. Also hier gehst du dann lang. Was?
Ja, ich bin voll am Craften, Digi. Und dann gehe ich hier hoch zu meinem Wintergarten, der hier hinkommt. Und dann kommt hier am Meer ein Wintergarten. Fett am Craften. Also, du bist wirklich am Craften. Bau auch dein Haus weiter. Ich kann nirgendwo weiterbauen, Chat, was noch nicht angefangen wurde. Mein Haus wurde gestern brutal niedergebrannt. Ich kann dir sagen, wer der Wirt hier ist. Er hat auch mal Level seine Kluft hier drüben. Der Mann hier, guck mal. Kuss-Digi. Hat er da Kuss-Digi irgendwo stehen? Wo? Ja. Kuss-Digi. Guck ihn dir an. Der was Mann ist ein Trojaner. Du bist ein Trojaner. Unruhestifter in der Nachbarschaft. Also warte mal ganz kurz. Ich will weit weg von euch wohnen. Ich will warum denn? Komm doch zu mir, Jeremy. Nimmst du die Kiste mit oder kann man die einnehmen? Nein, das ist meine Kiste. Lass deine Achso. Finger davon. Hast du auch eine Dia-Axt? Ey! Entspann dich, ich drop wieder. Okay, Chat, wir müssen das jetzt systematisch mal ganz kurz angehen. Aber womit fange ich an, Chat? In der Welt von Minecraft kann ich alles sein, was ich will. Hier bleiben am Wasser? Erstmal mache ich das hier alles weg. Heute werde ich ein richtig schönes Haus bauen. Hier wird's passieren. Das ist mein Grundstück. Wollen wir kurz pennen, Jungs? Ich hab kein Bett. Monta hat dein Bett geklaut. Hast du mein Bett geklaut? Wieso soll ich dein Bett geklaut haben? Ich habe zwei eigene. Ich hatte ein weißes Bett. Und ich habe ein gelbes und ein weißes. Hallo? Hä? Achso. Digga, willst du mich verarschen? Hey. Du hast zwei Betten und ich hab keins gehabt. Was ist das? Ja und, das ist doch nicht mein Problem, Digga. Das ist mein Bett. Gib mir ein Bett. Was? Das ist nicht dein Bett, Digga. Ich hatte beide Bette. Du hast zwei Betten. Ich hatte keins. Ich hab mir die gebaut für die Symmetrie, Digga. Was laberst du? Ich hatte nicht ein einziges. Das sind meine Betten. Okay, sag Wallabila. Aha. Was? Aha. Ich habe eine Vision und die Vision ist, dass ich früh morgens aus meinem Fenster gucke, vielleicht hier auf meine Terrasse gehe, mich in einem Schneidersitz hier hinsetze, mit so einem kleinen Ingwertee und dann einfach nur das Leben vor mich hinbaumeln lasse. Okay, dann fangen wir an. Willst du mit Holz oder Stein? Erstmal Stein? Das ist die Frage. Ja, je nachdem. Willst du eine Holzhütte oder eine Steinhütte? Eine Stein soll schon ein bisschen edler sein. Warte mal, lass mal. Ich mache hier erstmal so eine Crafter-Kiste hin. Mach eine Clean Stone. Ach, warte mal, das sind meine Truhen. Wo kriege ich so eine Crafter-Kiste her? Crafter-Kiste. Und jetzt hier hin. So, das ist meine Crafter-Kiste. Mach dir Schwert. Soll ich Schwert machen? Eisenschwert, Chat? Oder Dia-Schwert? Auf abgehoben. Passt. Zwei Diamanten. Falls mir irgendjemand auf den Sack gehen sollte. Ich brauche Stein. Steinziegel, Sandstein, Tropfenstein. Woher kriege ich das? Woher kriege ich diese Steinziegel? Die musst du machen mit normalen Steinen. Die machst du in den Ofen. Du brauchst also auch einen Ofen. Das ist alles leckere Stein, ne? Das brauche ich alles. Also ich bin am Craften gerade tatsächlich. Wie fange ich jetzt an? Was soll ich jetzt machen? Einfach mal drauf los? Vierecke, erster Bereich. Einfach mal drauf los? Ja, und dann gucken immer, dass es symmetrisch ist, würde ich sagen. So kann es was werden. In der Welt von Minecraft kann ich alles sein, was ich will. Boah, was ein Grundriss. Boah, Hilfe. Chill, Bro. Was willst du dir denn da? Ey, du weißt doch, wie es läuft, Habibo. Bleib los. Weißt, dass du das dann alles auch noch aufwärts bauen musst, ne? Ja. Zu groß. Nein, Chat. Bisschen großer Crafter. Das lief gut. War ein gutes Jahr. Viele Quadratmeter. Lass mich doch mal. Nee, gib kein zu groß. War ein gutes Jahr. Viele Subs, viele Follows. Alles okay. So vercraftet. Dankeschön. Endlich fällt es mal jemandem auf, Digga, wie ich am Craften bin. Bei mir craftet es so rein. Amazing. Was will der Zombie? Ich hab ein Diaschmerz. Was will der Zombie? Ey, weißt du, wie es bei mir reincraftet? Ja, bei mir auch. Ich hab hier was. Geisteskrank. Ich bin so am Craften. Du glaubst es. Soll ich auf Pro-Basis, guck mal? Das ist ein Geschenk von deinem Bro. Eli, mach das mal hier auch, dass das idyllisch ausschaut, weißt du? Achso, du meinst hier, Bro? Ja, und why, jetzt. Why? Weil Bruderherz und das kommt von der Einweihung von mir. Okay. Diese Locke. Look at this. Sexy shit. Wow. Look at this. Auf Logbo. Sie haben es gesagt. Wir haben gedacht, wir schaffen es nicht. Von der Straße. Ja, kein Holz. Guck mal hier, wie ich crafte. Shift. Ach du Scheiße, bin ich gerade gut dabei. Du weißt nicht, wie ich hier gerade crafte. Wirklich, wie schnell das auch alles geht mittlerweile bei mir. Alter, bist du doof, Monte? Also, Digga, du dummer Wichser. Ich hab nichts gemacht. Hast du was in die Luft gesprengt? Was soll die Scheiße, Junge? Junge, ich war das nicht, Monte. Ja, genau, Digga. Ich hab einen gefurzt, oder was? Verpiss dich von meiner Kiste, Junge. Junge, was soll die Scheiße, Alter? Ich hab hier alles mühselig gemacht, Alter. Ey, ich schwör's. Ja. Bitte.
Bitte guckt ihr an, wie mein, wie das hier gerade am Abchillen ist. Bitte guckt euch an, wie meine Wohnung am Abchillen ist. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie fett am Abchillen die ist. Ist so, ich habe so ein großes Anwesen. Das sieht aus wie ein Knast. Hallo! Seid nicht so gemein. Warum spielt Zitten nicht mit? Wir haben uns alle sehr gestritten und wir wissen nicht, ob in Zukunft es noch weitergeht. So nee, passt. Aber da zählt es nicht weiter. Nicht weitererzählen. Es ist halt so, man lebt... Isa wechselt zu Delay. Man lebt sich ein bisschen auseinander. Ey, safe. Also ich sag dir mit mir, was die höchste Liga? Landesliga, easy. Easy. TikTok ist schon online. Erste TikTok-Video ist schon live. Beef mit Zit, Leute. Ich glaube, es gibt keine Person, mit der man eher kein Beef haben kann als mit ihm. Weil er, man kann ihn nicht provozieren. Du kannst ihn beleidigen bis aufs Tiefste, es interessiert ihn nicht mal. Das Einzige, wo er sauer ist, wenn du ihm sein Essen wegnimmst. Dann wird er stinkig. Weil er lecker Mäuschen ist. Weil er lecker Mäuschen ist, ehrlich. Jetzt mal ganz kurzes Feedback. Baust du einen Knast? Chill mal ganz kurz. Es wird doch noch ein bisschen besser. Ich find's aber auch ein bisschen knassig. Digga, 3 Jahre auf Bewährung, Wurzbach. Das sieht auch, dein sieht doch auch aus wie ein Knast. Nein, Mann, das ist ja noch nicht mal das Haus. Das ist ja nur der Eingang. Hier ist ja so Jugendherberge, hier unten ist alles Material und oben ist dann der Lebensbereich. Eli, komm, ich helfe dir. Was willst denn du hier machen? Hier ist ja, doch, sieht doch cool aus. Ja, jetzt macht er hier Glas an den Seiten, Diggi, und dann ist das doch fertig. Chillt ja, Diggi, noch drüber? Das chillt doch ab. Es kracht. Es sieht hässlich aus. Du siehst hässlich aus! Also ich finde... JVA Berlin! Nein, hör mal auf. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Das kommt doch noch. Das ist doch nur die Fassade. Ich hätte erstmal ein Fundament gemacht. Das ist doch das Fundament, Melina. Jetzt fallen wir nicht in den Rücken. Das ist unser Haus. Da werden wir wohnen. Ich finde das ein bisschen zu hässlich, hat sie geschrieben. Du tretest deinen Freund so? Mit diesen Worten? Ist das dein Ernst? Also, ich sage euch erstmal meine Idee, okay? Hier sind wir gleich fertig. Und dann fangt ihr an zu lachen. Also, man kommt rein, zack, zack. Hier geht's dann runter. Hier rechts geht's dann runter. Zack, mache ich schon mal den Anfang. So. Hier geht's dann runter, okay? Und hier ist dann so die Chill-Area. Vielleicht nochmal eins runter. Ich bin gerade am Essen, ich schau dir zu. So, dann gehst du hier runter halt zum Chillen, ja? Mhm. Weißt du, was ich da sehe? Was? Isolationshaft. Da kommen die ganz schlimm hin. Einzelzelle. So. Ja. Digga, also ich will, hier chillt man dann, hier ist mein Streamingzimmer und sowas. So, und dann sitzen wir hier und dann, läuft so ein Film. Folterkammer. Mein Haus wird von allen gefrontet, Digga. Warum kann es denn nicht mal ein cooles, warum kann es nicht cool sein? Ja, ich bin offen für Vorschläge. Auf jeden Fall, hier unten soll die Chill-Area sein. Ach so. Ey, hier ist Wasser. Okay, sag ich jetzt, was wir machen. Jeder holt sich Rüstung und so ein Schwert. Gleich kommt der große Wandertag. Alter, ich sehe so vercrafted aus. Guck mal, was ich für eine krasse Rüstung habe und so. Ich bin bereit. Willi, was bist du eigentlich für ein Noob, der kein Dia-Rüstung hat? Kein Dia-Harnisch? Weil ich meine Diamanten verstecke. Und ich für solche Expeditionen ausgebe. Bist du sicher? Aber wenn nicht für so eine Expedition, für was sonst? Für den großen Krieg, der uns vielleicht mal ansteht. Kann man einen Krieg haben in Minecraft? Gegen andere Dörfer? Es gibt sowas, wir haben doch so einen Kollegen eingesperrt bei uns. Und wenn wir den umbringen, der hat so einen Banner, kommt seine ganze Gruppe. Also der holt dann seine Cousinen und Cousins dann. Dann ja. Stellst du dir die Frage, hol mir deine Cousins. Und dann habe ich meine Rüstung. Hol mir deine Cousins. Wollt ihr hier rein? Ja. Weil die sieht halt schon cool aus. Okay, dann folgendes, holt euer Boot raus. Du kannst, legt es auf den Boden. Du bist gerade mit zwei Kindern unterwegs. Ja. Okay. Willi, geh mal in das Boot von Eli rein. Nein, bitte. Was? Nein! Ja, komm. Okay, und jetzt einfach runter. Ehrlich? Ja, ja. Geh runter, Eli! Halt dich fest, Bro! Oh! Oha, cool. Oh, Flop! Jetzt würde ich Shift drücken. Eli, Shift! Shift! Mach kaputt! Ich bin under water. Pass auf, das sind richtig water. Viele Gegner. Ich bin tot. Auf jeden Fall. Ich bin tot, Lisa. Okay, need help, quick. Quick, please. Please, guys. Bitte, komplett runterkommen. Ja. Ich bin da. Auf jeden Fall, das ist die Höhle. Chat, ich habe noch nie die Höhle lebend verlassen, damit ihr mal so Bescheid wisst. Ich will Diamanten sehen. Hier ist Gold. Wir müssen halt so, müssen so bei der Höhe von minus 54 sein und wir sind gerade bei minus 9. Guck mal, den Gierigen, der springt rein. Habt ihr vielleicht so einen Steinblock und könnt das... Ich hab was. Lass mich machen. Ich bin Retter. Ah, so. Das geht auch. Ich bin der Retter. Okay, doch nicht. Wenn ihr was braucht, nein, sagt Bescheid. Boah, ich hab einen gerade so weggemacht. Nicht drängeln.
So, hier geht's weiter. Nein! Das ist perfekt. Irgendeiner von euch arbeitet dir, Spitzhacke. Willige Pär. Ja, bin ich. Ich bin am Craften. Willige Pär. Ich bin am Craften, Bro. Wenn du auf dem Abenteuer dein Material verlierst, was soll ich denn dafür? Gib her jetzt, ich hab dir das Leben gerettet. Gib her, gib meine Picke. Okay, ich geb dir eine Sekunde. Lass mich das noch wegcraften, dann gebe ich dir. Gib meine Spitzhacke. Gib ich doch. Du hast mir die kaputtere gegeben, ne? Nein! Ey, du hast mir deine kaputte gegeben. Boah, ey, Digga, glaub doch bitte das jetzt nicht, was da wieder ein paar Leute reinschreiben. Willst du Fitner? Willst du Fitner? Ja, die wollen Fitner, Bruderherz. Lass Sag, Wallabila, du hast nicht meine... Mein Bruder, ich hab heute schon gelogen. Sag Wallabila. Bruder, kann sein, dass dein ist, aber wenn, dann war kein Absicht. Gib her jetzt, gib her. Dann war doch kein Absicht, Bruder, ich bin mir doch nicht sicher. Gib meine Spitzhacke. Unsere Expedition war schon mal erfolgreich. Warum? Ich bitte Sie, einmal hier diesen Block abzubauen. Meins, ich mach. Wo? Hier rechts, hier geradeaus, rechts. Da, geradeaus. Wo? Ah, ihr seht es gar nicht, so hell, dunkel. Rechts von dir. Ha! Oh, und der erste geht an Elicello. Ich sag, ich brauch Rücken. Hoffentlich stirbt er nicht. Dann nehme ich den an dir. Guckt euch meinen Diamant an, Chef. Und ich mach ihn immer schön. Hast du außenrum abgebaut? Ja. Nein, hat er nicht. Ich mach. Ich sag, weg. Wo? Weiß nichts, weiß nichts. Ich hab schon geguckt. Aha. Hier sind auf jeden Fall, ich sehe hier schon zwei Dias. Wo? Unten. Wo? Muss halt aufpassen. Hier unten, ihr könnt mit mir gleichzeitig runter. Ich mach dann gleichzeitig das Wasser weg und ihr müsst Shift drücken. Ja. Okay, das, da duck ich mich, ne? Okay, jetzt komm. Runter, runter, runter. Ihr müsst runter. Geht langsam den Wasserstrahl runter. Passt auf, dass ihr nicht in die Lava fliegt. Aber auch nicht ertrinken. Nicht ertrinken. Oh Gott. Ja, was mach ich denn? Eli, geh Nein. doch. Oh. Ich lande jetzt. Isa, ich lande. Ich glaube, ich bin gestrandet. Nicht in Lava, ne? Passt auf, nicht in Lava. Ach du Scheiße, okay. Wir werden sterben, ich sag's dir. Ich werde niemals lebend hier rauskommen. Okay, zeig mir dir's. Hier. Wow. Wow. Ja, ja, ja. Wo ist mein Schatz? So, und hier liegen schon dir. Dir, dir, genau. Dir. Immer außenrum abbauen. Und jetzt immer einfach gucken? Muss man graben? Ja. Hast du dir's? Nein, nein, nein. Willi, das war meiner. Real Talk. Seh nichts. Ja, dir. Ah, liegt der. Wo? Yeah. Nein, das ist meiner. Wo denn? Drei Dias habe ich schon gefunden. Okay, ansonsten müssen wir jetzt eigentlich hier nur noch rumlaufen und suchen, ne? Eli, ich baue mich jetzt runter. Dann stirbst Kommst du. Kommst mit? Ich sag's dir. Nikolas, die Gier. Komm mit, das Die Gier vergisst nie. Ist okay, komm mit. Lass uns dann doch zusammen Dias holen. Wir gucken. Ups. Hey, was hast ja, du? Aus Versehen. Wenn wir sterben, ist deine Schuld. Was ihr zusammen machen könnt, ist, ihr grabt euch beide auf minus 54 und dann fangt ihr an, auf der Höhe alles abzubauen. Wir sind minus 55. Und dann findet ihr die ist, minus 54, geht eins höher. Wir Wenn ihr zusammen die ganze Zeit so abbaut, so viel wie es geht. Mach doch mal Platz, Willi! Gibt ihr meistens viele Dias. Ich sehe nichts mehr, ich bin nur noch. Ich werde hier erst rausgehen, wenn ich hier mindestens ein Dia gefunden habe. Was ihr machen könnt, ist, ihr drückt F3 und dann G, also F3 plus G. Und dann findet ihr so Chunk-Grenzen. Und Chunk-Grenzen, seht ihr, das sind so Linien auf der Map. Da müsst ihr dann entlang bauen und da sind meistens dann Dias. Warte mal, F3? Und G. Und G. Chunk, hier ist so ein... Habt ihr das? Hier ist so eine Tür oder so. Wenn ihr einfach da entlang baut, immer diese Chunk-Grenzen reinbauen und dann gucken, ob ihr da ein Dia findet. Beziehungsweise so 4-5 Blöcke rein und dann geht's weiter in die nächste Chunk-Grenze. Was? Digi, ich hab jetzt hier gerade fast meinen Computer gehackt. Guckt euch den Gierschnurrt an. Das ist mein Revier, Geller. Guck mal, wie gierig. Machen wir 5 Gifts aus, wer zuerst welche findet? Sofort auf die Hand? Naschis? Ja. Nach ca. 10 Minuten Dia-Suche passierte dann das. Oh, 5 Naschis! Ja, ich hab 2 gefunden! Ich schwöre! Shit. 2 Stück waren's, Nico! Hältst du einen? Nein, Bro. Weißt du, es hat mir das hart erarbeitet und da solltest du dann auch ein bisschen, ne? Ja. Ich dachte, ich sitze hier noch eine Stunde. Digga, ich hab mich verlaufen, Willi! Dass ich nicht mal rauskomme, Isa, ne? Digga, ich hab mich verlaufen! Ihr könnt euch immer hochbauen, aber so treppenmäßig hochbauen. Warte mal! Digga, ich weiß, wo ich bin. So lange bis... wir Fortune 3 bekommen. Und dann können wir Dias farmen. Dann brauchen wir nicht so viel finden und haben direkt schon super viele Dias. Oh nein. Oh nein.
Willi. Ich hab wieder Naschis. Naschis, leckere Naschis. Zwei Stück schon wieder. Wie fühlt sich das an, Nikolas? Nochmal zwei leckere Naschis. Weil ich auch einfach besser craften kann als du, weißt du? Ist ja nicht schlimm. Also entweder man kann es oder man kann es halt nicht. Hallo, Willi? Hör dich. Ja. Wie komme ich wieder hoch? Du musst dich treppenartig hochbauen. Also, dass du dich so langsam hochbaust, dass falls Lava über dir kommt oder Kies, dass du nicht stirbst wegen dem ganzen Kies und dem Sand. Ich hab so Angst vor der Lava. Ich lass es sein, Chat. Digga! Hilfe! Ach du Scheiße. Steak! Steak! Is! Was? Is! Oh no. Hilfe! Hilfe! Wo bist du? Wo bist du? Hilfe! Ich gebe meine Koordinaten durch. Ja, 374, 362. Isa, erstmal zu mir. Isa, ich bin immer noch hier. Isa, wenn man manchmal nicht mehr helfen kann, dann kann man nicht mehr helfen. Aber ich bin noch am Leben. Ich warte hier. Wie auf einer Bushaltestelle. Alter, war das knapp. Ich darf nicht sterben, Chat. Digga, ich hab mich so krass verlaufen. Kam ich nicht von da? Basti, oh mein Gott, Basti! Basti, ich brauch Hilfe. Basti, ich brauch Hilfe. Ich bin in einer Mine. Ich hab mich verlaufen. Ich hab Dias gesucht und gefunden. Isa, wie viele Dias hast du gefunden? 26. Was? Sie hat uns voll verarscht, Willi. Sie hat uns übertrieben verarscht, damit sie alle Dias bekommt. Ich bin irgendwo und nirgendwo langgelaufen. Mit keiner Mission. Und hab sechs Dias gefunden. Der Kollege hier drüben hat einen. Du hast einen gefunden. Basti, ich hab gesagt, die sollen Strip Mine, weil die wollten ganz viele Dias in kurzer Zeit. Und es geht ja mit Strip Mine bei Chunkgrenzen. Ja, geht mega schnell. Was am wichtigsten ist bei Diamant, man darf nicht zu gierig sein. Ich bin Minecraft gierig. Die wird bestraft. Ich bin gierig, ein gieriger Gierschlumpf bei Dias. Oh. Hallo, Basti. Ich hab schon eine Treppe gebaut nach oben. Oh, guckt ihn euch an, Chat. Ich komme jetzt ganz entspannt raus. Also, Basti, könntest du kurz zu den Koordinaten gehen? -193. Ich bring mal eben noch Eli. Nimm dir ein paar Dias mit. Ich bin gestorben. Oh. Nein. Wo sind die Dias? Isa, Koordinaten. Minus 191, nein. Minus 47, 99. Basti, bring mich schnell dahin. Nein, Basti, wenn du das machst, ich schwör's dir, Basti. Dann hat es... Basti, schnell. Also lieber soll's niemand bekommen als... Nein! Basti. Okay. Das waren 30 Dias, gell? Nein! Basti, schnell, bring mich dahin. Der große Basti. Schatz. Basti. Okay, Willi, wir machen 50-50. Nein! Oder ich nehm 100, such's dir aus, ich bin vor dir da. Basti, wenn du, ey, ich schwöre es dir, wenn ich eingehe, dann höre ich auf mit Minecraft. Weil das hat das was dann persönlich. Wer den Euro nicht ehrt, ist die Million nicht wert. Kurz mal hier die. Minus 1 und was, Isa? Minus 181, minus 47 und 99. Nein. Basti, hol mal den Shit, weil der despawnt sonst. Und ich bin 1000 Blöcke entfernt. Lädt Willi gerade den Chunk? Ja, schon. Oh, dann ist das, das schaffen wir nicht. Dann ist das Willi, wo bist du gerade? Was? Und jetzt hochschwimmen jetzt mit Doppel-Leertaste, also Doppel-W und Leertaste, hoch. Hilfe! Minus 181. Okay, nochmal, wir üben nochmal. Ja, wir kommen. Erstmal nochmal Luft nehmen. Wenn gleich nochmal das Wasser kommt, du drückst hier drunter, Leertaste nach oben und dann schwimmst du an die Oberfläche. Willi muss 200 Blöcke jetzt, in eine einfach Richtung. Nur einmal Leertaste. Jetzt hoch. Schwimm. Hoch. Atme. Minus 181, minus so, 47, 99. Bin ich, Digga. Alter Schwede, ich hab nichts gesehen. Wo, jetzt mal ernsthaft, also wenn ich den Stuff wirklich saven soll, dann wir können da schon hingehen, ohne dass wir uns... Also ansonsten ist das weg. Ja, Entweder weg oder ich. Basti, wir brauchen das für unser Dorf. Der Kampf um die Dias härter als jeder Meisterkampf. Ich bin zum ersten Mal lebend da rausgekommen, Chat. Und das wäre auch nicht ohne Basti geworden. Da wäre ich wieder gestorben. Mit Rot wäre ich wieder gestorben. Eli, willst du mitkommen? Das wird gefährlich, die Expedition. Wohin? Ja, unter uns ist der Stuff. Unter uns ist Isa gestorben. Also, okay, warte. Wie komme ich da? Wie mache ich das? Tauch nochmal nach oben, mach mal Leertaste. Ja? Mach ich gerade? Stell dich mal in diese Tür rein. In der Tür kannst du atmen. 99, nicht minus 99, ne? Also die dritte Zahl ist kein Minuszahl. Ja. So, jetzt solltest du keine Probleme haben wegen Atmen, ne? Nee. Okay, warte. Lass dich nicht, wunder dich nicht, was ich jetzt mache. Ich bleib einfach. Was passiert hier? Alles gut. Ich guck, dass du nicht ertrinkst. Walla, ich guck, dass du den Saft bekommst, Basti. Willi geht da mit 0 Dias raus. Nein, hallo? Ich geh offline. Nein, Willi. Ja, ich sag ja, ich glaube, das ist am sinnvollsten. Du musst hier auf mich warten, ich geh nach unten. Ich kann nicht mit runter, dann sterbe ich. Hier geht's um Zeit. Das ist... Ey, das ist so komisch, wenn du Feather Falling 4 hattest und jetzt kein Feather Falling 4 hast. Ich spiele den Topf der Gier. Spiele den Topf der Gier, Isa, du kannst ihn nicht verändern. Die Gier ist eine Oh mein Gott!
Sigil ist eine Todsünde. Du kannst dagegen nichts machen. Selbst wenn, das wäre alles in Lava geschmiert worden. Wie unlucky! Das ist alles weg. Alles in die Lava, Alter. Gut. Oh mein Gott, wie unlucky. Boah. Basti, wo kriege ich Dias her? Wo kriege ich Dias her, Basti? Mir hinterher, hier die Wendeltreppe. Jetzt nicht runterfallen. Alter. Schön langsam. Hat eine Abkürzung genommen? Alter, da geht's ja komplett runter. So, Eli, einmal einsteigen. Ja. Wo bist du? Warte. Ja. Ha! Ich sag dir ehrlich, ich habe ein bisschen gehofft, dass ich in den Fluss springe und nicht daneben. Und dachte mir so, für alle Fälle habe ich ja mein Wassereimer. Aber der hat mir irgendwie nichts gemacht. Sorry. Das ist der Topf der Gier. Ja, ja. Da oben, schnapp sie dir. Sie warten auf dich. Ja. Oh, Willi, vor mir sind 4 Dias. 4 Stück. Ich farm die. Willi, keine Sorge, ich bin lange wach. Ich farm dir ein bisschen was. Oh, sind die lecker. Die sehen so schmacko aus. Willi hat losgelassen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel hier wieder ein paar Dias gefunden. Was? Wo denn? Wo? Ich will nur den Spot sehen. Zeig mal. Wo? Ist es eigentlich so, Basti, dass das wieder einfach wieder spawnt? Nee, wenn es einmal abgebaut ist, dann ist es weg für immer. Okay. Lecker. Immer geradeaus. Ah, ich habe welche gefunden. Hier oben. Den habe ich ganz alleine gefunden, Chat. Guck mal, den hier hast du auch ganz alleine gefunden. Ja. Da wollte ich nämlich gerade gucken, aber den hätte ich wirklich vielleicht gefunden. Ja, ja, klar. Ich sag nichts vor, aber hier irgendwo könnte es ja richtig sein. Ja, da oben. Ich hab den schon herausgefordert. Oh, die hast du gefunden, ganz alleine. 2 Stück. Ja, ja. Okay, Jungs, jetzt hier rausschwimmen. Raus. Ja. Hier ist Freiheit. Aber oh, wir haben es geschafft. Also, wo mache ich denn das jetzt? Wo ist die Elder-Truhe? Guck mal, hier ist die. Hier steht die und da kannst du jetzt einfach dein Stuff reinpacken. Und dann kann niemand sehen, was ich da reingemacht habe? Genau. Das kann keiner sehen. Bei mir sieht das anders aus. Bei mir ist die Kiste leer. Du kannst da jetzt Sachen reinpacken. Alter. Und bei mir wäre sie, wenn ich jetzt nochmal reingucke, immer noch leer. Die ist auf jeden einzelnen Spieler. So ein gutes Gefühl. So ein gutes Gefühl, dass da alles gerade reingemacht zu haben.